Das ist der unangenehmste Dreh. Der unangenehmste und ich glaube, unnötig teuerste. Moin, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu der nächsten Folge Holle Undercover mit der Mission, auf die wir alle ewig gewartet haben. Ich werde heute Frank Rosin Undercover testen. Und ich möchte euch sagen, ob das, was Frank Rosin im Fernsehen, sage ich mal, nach außen trägt, nämlich, dass er der Endgegner ist, was Kochen angeht, dass das Beste erst bei ihm zu finden ist, ob das auch Fakt ist. Und nimmt es so, wie es ist. Ich als jemand, der noch nie Sterne gegessen hat. Und gerade das finde ich interessant. Schmeckt das geil, macht das Sinn oder ist es einfach nur, was ist das? Nur, das werde ich euch sagen. Ich habe mich geil ausgerüstet. Es ist nicht 0815 wie letztes Mal. Ich habe geiles Equipment. Ich zeige euch jetzt, wie wir das Ganze abdrehen. Und ich hoffe, ihr seid genauso begeistert wie ich. Wenn man da drauf drückt, recordet er auch direkt. Ist die Lampe auch aus? Nee, doch. So Leute, wir machen jetzt Tests hier, wie wir die Kameras präparieren. Zeig doch mal. Er läuft ja schon. Das läuft. Unauffällig. Wie so ein Minion, das ist was. Ja. Für das ist geil, geil. Das ganze Ding ist speichert. Das hat auf jeden Fall genug Speicher. Okay. Ich hab mir Sachen geguckt. Also Leute, ich werde euch gleich nochmal zeigen, wie ich mich quasi ein bisschen unkenntlich mache. Der letzte Undercover-Test ist ja aufgeflogen, weil die mich erkannt haben. Die Challenge war ja, wir brauchen kleine Kameras. Und wir haben jetzt, und da habe ich auch wirtschaftlicherweise Insta360 als Partner ins Boot geholt. Insta360 mit ihrer kleinen Kamera. So Ahmed, zeig uns bitte die Kamera. Das ist kein hübsches Ding. Kleines winziges Ding, wird mit Magnetteil, ihr habt es wahrscheinlich gar nicht gesehen, hier haben wir die platziert. Mit einem Magnet, der wird mitgeliefert, habt ihr dahinter. Und das gleiche werden wir noch machen mit meiner Bauchtasche. Oder hat wie so ein geiles kleines Stativ. Klappt das ein, sieht aus wie ein Schlüsselanhänger. Klappst du auf und hast ein kleines Stativ auf dem Tisch. Ne? Genau. Und dann inshallah, das Ganze wird gut gehen und wir sehen uns bei Rosin. Klar, Leute, wer jetzt sagt, man sieht das trotzdem, es geht nicht anders. Du musst irgendwo eine Linse haben. Wir sind ja nicht bei der CIA. Danke, Insta360 für den Support, Mann. Geil, da hätte ich nie mit gerechnet, Mann. Haut's in die Kommentare, wenn euch die Mission flasht, Mann. Und ballert mir den Daumen unbedingt nach oben, aber volles Pfund rein. Und dann werden alle auseinandergenommen. 2 Sterne, ich glaub's nicht, dass ich mal 2 Sterne essen darf. Schreibt's in die Kommentare, anderer Mensch oder nicht? Wir sind aus dem gesuchten Mörder. Nein. Ich habe extra eine andere Brille angeschnallt, mit der ich scheiße gucke. Es ist knifflig mit der Sache, so. Man muss ja dazu sagen, wenn man jetzt ganz genau darauf achten würde, es geht halt nicht anders, du brauchst eine Kamera. Also wir geben uns wirklich auf ein unbekanntes und gefährliches Terrain. Na, Ahmed? Ja, Mann. Und dann würde ich sagen, let's go. Ab in die Höhle der Löwen. Ja. Soll ich voran? Moin, moin. Wir haben für 2 Personen reserviert. Kalid, mein Name. Ja, sehr gerne. Ich zeige dir meinen Tisch. Um euch in uns reinversetzen zu können, folgende Info von mir, weshalb vieles so unangenehm ist, weil jeder Gast mitgekriegt hat, was wir reden, weil das ein Wohnzimmerfeeling war, keine Musik, ganz leise nur und das Personal hat uns auch immer auf die Finger geguckt, maximal unangenehm. Also draußen kann man nicht sitzen, zufällig. Draußen? Ja, können wir uns auch sitzen. Ja, das können wir auch gerne drauf. Ah, perfekt. Zum Essen ist das ein bisschen unangenehm, weil die Möbel da so tief sind, das sind nur so Branchenmöbel. Ah, das war also, da kann man nicht essen. Das macht nichts, das macht nichts. Aber zum Essen können wir nicht zur Not hier essen. Nein, Essen sehen wir nicht. Okay. Messerchen würden wir nochmal nehmen. Basilikum sehr gerne. Basilikum oder still? Still gerne. Still sehr gerne. Für Sie auch still? Cola Zero, bitte nicht still. Cola Zero mache ich schon wie Kohlensäure. Das Wasser still. Ja, still. Ja, still. Okay, okay, danke schön. Wir müssen gerade aufs Handy umschwenken, weil alles los ist, Mann. Es ist so unangenehm, weil die den Braten gerochen haben. Ich weiß nicht, ob die mich kennen. Es kann sein, ich weiß es nicht. Aber wir müssen das auch mega undercover, das Ganze durchziehen. Aber auch super undercover. Jetzt zeigt sich auch Holle undercover, was taugt man. Direkt hat sie geguckt, ne? Ja. Unglaublich. Weil wir so angezogen sind wie die letzten. Das ist uns egal. Müssen jeder 3 Gänge bestellen, ne? Das hast du mitgekriegt. Am Ende des Tages ist das dann halt so, oder? Was würdest du denn essen? Mal die Frage. Tafelschokolade von Entenleber. Kalbsjuice mit Trüffel und gebackener Bärenaushebel. Ja. Und Ochsenbau mit gegrillten Hütchen und dann ist. So soll es sein.
Komplett Katastrophe. Ich sage euch ehrlich, so kurz vorm Abbrechen war ich noch nie. Ich ziehe eiskalt durch. Der Arme gibt jetzt so viel Geld aus, weil wir hier drei Gänge bestellen müssen. Das war eigentlich der Plan, dass er probiert. Und jetzt haben wir für mich leider auch nochmal drei Gänge nehmen müssen. Der arme Holger. Wasser ist eigentlich? Wasser ist mal neu. Ja. Kleiner Wassertrinker. Zum ersten Gang würde ich dann nochmal eine Cola Zero nehmen. Ja, machen wir. Ja, vielen Dank. Was war denn so nochmal für Butter geworden? Ich das wissen, Digga. Ich war darauf konzentriert, dass ich nicht in den Erdboden verschwinde. Tüdenschnellreis. Eis und Butter gemischt, Mann. Mhm. Ist das auch heftig? Ja. Das dampft noch, ja. Das ist richtig lecker drauf. Weißt du, was ich auch geil finde? Alle sind direkt auf Alarmposition. Wenn irgendwas ist, die erkennen das sofort, ist sofort. Dir wird die Tür geöffnet, dir wird der Stuhl rangezogen. Sehr guter Service. Der erste Küchenbus für Sie. Der eine Butter habe ich auch noch gar nicht probiert. Schmeckt, als wäre die 50% Milch machen. Als wäre das sogar leicht fruchtig noch. Das erste Mal im Sternenrestaurant? Das erste Mal im Sternenrestaurant. Ich auch. Weißt du, wofür welche Gabel, welcher Löffel ist? Ach, gibt es verschiedene Sachen? Ich esse alles mit den gleichen. Biss, aber geil zäh. Ja, aber man weiß, das ist kein Stock. Das schmeckt irgendwie so ein Mix aus Käse-Cracker. Von der Konsistenz unbeschreiblich. Richtig schön fischig und zerfällt so im Mund, so eine Mischung aus gegart und nicht gegart. Ja, also richtig voll. Krass. Koriander auch mit bei. Das ist mir was zu salzig, sag ich ehrlich. Also man hat die Geschmäcker rausgeschmeckt, war natürlich top. Also, aber dann ist wirklich lecker. Da werde ich mir das nochmal einmal runterstehen. Ist so klar. Ich kann die noch gerne mal bringen, wenn Sie möchten. Ehrlich? Ja. Genau. Kostet das jetzt extra, oder? Natürlich. Ehrlich? Ja, klar. Das machen Sie lustig über uns. Glaubst du? Ja. Kann ich mir vorstellen, ja. Dankeschön. Sehr schön. Ich bin davor. Man merkt einfach, dass das ganz was Feines. Absolut außergewöhnlich, einzigartig. Aber das Ding ist trotzdem nicht meins, muss ich ehrlich sagen. Ich mag gerne probieren. Ganz, ganz fischig, ein bisschen giftig wie Matthias. Das ist nicht meins, Leute. Ganz gut, der Kollege. Ist das, ich hab's jetzt nicht verstanden. Ist das immer noch eine Vorspeise, ja, ne? Also mit Popcorn ummantelt, Eis drin, verrückter Beigeschmack, den ich gar nicht deuten kann. Weißt du, was ein bisschen nachschmeckt? Ja. Die Safran. Ich schwör, meine Mutter wollte ich sagen. Aber ich wollte mich jetzt nicht zum Affen machen, aber das war Safran. Nee, das war Safran. Safe. Das sind 33 Euro pro so Ding. Mhm. Das ist schon hart. Ja. Wofür? Nein, das ist schon, man muss einfach sagen, das ist krasses Essen. Aber das ist nicht meines und das ist wirklich auch nicht deines. Ein paar waren ja schon heftig, aber... Mhm. Aus wie ein Baklava. Ja, echt aus wie ein Baklava, ja. Das ist Kaviar. Das ist Kaviar, aber was ist das? Schmeckt scheiße. Also, die Teller sind leer, mag man mich Banause nennen. Aber das bisher ist nicht meins. Das sind keine Sachen bei gewesen. Mhm. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ja, wunderbar, wunderbar. Perfekt. Wie sieht das aus, Slam? Nächster Gang, nächstes Glück. Also ist das so, ist der unangenehmste Dreh ever. Der unangenehmste und ich glaube, unnötig teuerste. Ich sag dir wirklich... Was machst du da? Das geht nicht zu schneiden.
wie er mich anguckt. Das geht nicht zu schneiden. Ganz mieses Gefühl, zweimal hops genommen zu werden. Okay, ich probiere jetzt mal Achmeds Geschichte hier. Aber er hat die Gerüste rum vom Fleisch. Ganz krank. Da schmeckt er nur warm und salzig. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass er jemand zwei Sterne vergibt. Ich verstehe das nicht. Diese ganzen Special-Komponenten, die Zubereitungsweise und irgendwelche Begriffe, die man nicht versteht. Aber zum Schluss muss es auch schmecken. Oh, das Stück möchte ich dir gerne überlassen. Das Gemüse ist gut. Ein ganz kranker Rost herum, das muss man wirklich sagen. Unnormal. Lecker. Ich bin mir auch benommen vor vom ersten Mal. Ich bin auch durch. Ist auch durch? Ja, ja. Ich will auch dringend weg, sag ich dir ehrlich. Ich hab keinen Bock mehr. Also das heißt, im Gang gibt es jetzt dreierlei Käse, glaube ich. Wir sind echt alle so, Leute, muss man denken, oh, bloß. Also man passt sich dem auch an, wir merken, wir reden leise, weil wir hören keinen Ton sonst. Das ist immer unangenehm. Auch von der Stimmung nicht mal ein. Fühlt man sich nicht wohl, finde ich, absolut eingeschränkt. So. Ja. Das gefällt mir, dass man hier jetzt nebenbei mit der hier wirklich was machen kann. Aufgestellt, Leute, auf Undercover-Basis. Spürst du einen Hauch vom Sättigungsgefühl? Doch schon. Ich bin eigentlich gut gesättigt, das finde ich angenehm. Ja. Ja? Das ist genau richtig, ja. Das ist der nächste kleine Küchengruß, der nächste Schmackofatz. Ach, das gibt doch Küchengruß jetzt. Genau. See, mit Zuckerwattel, Zuckerwattel, Lavendel. Schon ganz anders krank. Lebkuchen, ganz krank im Biss. So zäh, so im Mund wirklich so zusammenbackt. Von der Konsistenz an, das ist ganz krank. Also Achmed hat mir gerade die Frage gestellt, er sagt, vergleich das mit jedem Dessert bei Melzer. Vielleicht können wir da noch was einblenden unter Umständen. Mhm. Er sagt, es kommt alles nicht ran. Ich würde in dem Fall sogar sagen, doch, weil das anders war. Also ich fand die Komponenten mega faszinierend. Ohne das genau erläutern zu können, ich fand das sehr gelungen. Das hier war wieder so ein bisschen noch mehr außergewöhnlicher, noch mehr realitätsfern von allem, was ich sonst gegessen habe. Also um sozusagen, ich fand das einfach so krank, wie ich dachte, außergewöhnlich, wie ich es noch nie gegessen habe. Diese Kombi von diesem Zuckercracker hat mich einfach umgehauen. Das sieht aus wie die Nussbutter, wie bei Melzer, muss ich ehrlich sagen. Boah, ganz warm. Das Brot, Mann. So, mein Lieber. Ich bin wirklich benommen inzwischen. Wir sitzen so lange, warten so lange. Tausend Eindrücke. Nummer eins. Einmal ein Weichkäse. Gibt's nicht viel zu sagen. Rotschimmelkäse mit Rotschmier. Zitrone, Bruch, ja. Warm, lieblich. Ja, schon wild geil. Als Käse gibt es gar nicht viel zu sagen. Ist für mich einfach, als hätte ich bei mir in der Käsetheke 5 Käse bestellt. Ist nichts Großes zu sagen. Ist ein bisschen enttäuscht, ne? Ja. Vor allem, weil das Problem ist, es ist schwer, euch wirklich nahe zu bringen, dass jemand in ein 2-Sterne-Restaurant geht und euch jetzt erzählen will, dass A, die nicht geil geschmeckt. Und es macht mich traurig, dass ihr das nicht so, ihr habt diesen Geschmack nicht, ihr könnt es jetzt so nicht nachvollziehen. Der logische Schritt wäre, dass ich es nochmal aufnehmen, so tue, als würde ich es geil finden, damit ich nicht als Idiot dastehe. Und das sind Leute, die haben 10-mal mehr Ahnung als ich und bewerten das und sagen, es ist 2 Sterne wert. Aber mir schmeckt es einfach nicht so. Also überwiegend. Käse zum Beispiel für mich völlig Standard. Also Standard gut, sehr gut, aber... Also der Käse war mega, ja? Mega. Also einfach, ich komme nicht anders. Das ist sehr schön. Aber das war wieder so der Punkt, man denkt, man geht in 2-Sterne-Restaurant und kriegt jetzt nochmal irgendwas ganz anderes, was man nicht kennt. Aber das war es jetzt nicht. Aber es war mega lecker. Sehr schön. Lohnt sich den Käse, wenn ich fragen darf? Das freut mich. Ja. Sehr schön. Die Frage, wie komme ich raus aus der Nummer? Zum Schluss gucken, ob es geschmeckt hat. Und ich fand es, man merkt, dass es eine krasse Küche ist, aber es ist nicht meins. Bis auf natürlich ein paar Dinger, die schon krass waren. Mein Geschmack ist nach. Herr Holger, wie geht's dir? Komplett bedient. Ich bin schon ganz krank.
Was? Heftig. So intensiv kirschig, Amarena kirschig. Ja. Ganz krank. Ganz böse krank. Einfach von der Intensität nicht zu übertreffen. Heftiges, würdiges Finale. Mhm. Die ganze Küche hier ist eine sehr hohe Kunst. Das merkt man. Von den Kompositionen, von den Komponenten in dem Essen. Die Art einfach zu kochen ist krank. Jedes einzelne Essen für sich. Beim Meisterwerk. Sehr würdiges Finale. Ja, das freut mich sehr. Alles der Beste ist erstmal das Leben für die Verwirklichung. Ja, das freut mich. Ah, jetzt Bock auf noch ein Dessert, Warner. Dazu jetzt habe ich jetzt Blut geleckt. Du bist so ein Typ, ne? Ja, ich wusste jetzt noch mehr, Leute. Boah. Ich sehe uns gleich draußen. Arme Sache, der zittert ein bisschen, er hat schon recht. Das war pures Chaos. Ich schwöre es euch, weil wir gleich am Anfang schon wieder hops genommen wurden. Die sagt, keine Aufnahmen, keine dies, keine das. Glaubt ihr, er sitzt da? Wir haben ja einfach trotzdem durchgezogen, obwohl die gesagt haben, wir sollen nicht machen. Keine Ahnung, das war so ein komisches Gefühl. Die sagen, nee, nicht aufnehmen und du musst so undercover mit deinem Handy. Musst das Ding da hinstellen und die haben das 100.000 Mal gesehen. Das war todesunangenehm nachmittags. Wir kamen ja rein und original so... Filmt die Kamera. Ja. So direkt ertappt. Oh, Leute. Und dann immer Ahmed mit der kleinen Cam von 360. Da ist übrigens in der Videobeschreibung ist die Cam verlinkt natürlich. Gerne einmal angucken. Keine Ahnung. Auch wenn es total schief gegangen ist, war eine geile Mission, ja, Ahmed. Ne? Cool. Leute, Holger zieht durch. Das ist das Wichtigste. Würde mich sehr über den Daumen oben freuen, Leute. Richtig knallen lassen und einen Kommentar, was ihr dazu sagt, eure Eindrücke. Das Finale noch jetzt einmal. Das Schlauste wäre eigentlich, um meinen Ruf als Foodkenner zu verteidigen. Was ich sagen würde, war alles geil. Aber du kannst das nicht machen. Das ist einfach ein Essen und ich glaube, schickt 40 Leute da rein von Normalos, wie ich jetzt bin. Ich bin Normalo. Schick so einen da rein. Ich glaube, von 40 Leuten teilen 35 meine Meinung. Und die Leute, die das kennen, ja, ich weiß nicht, was für Kriterien du erfüllen musst, damit das für dich geil schmeckt. Aber ich glaube, das ist keine unnormale Einschätzung von einem Normalo. Ich fand es nicht so geil. Es ist aufs Ganze gesehen. Aber geile Gänge noch dabei gewesen. Danke, Leute, fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr lasst mir... Ich hoffe, wie gesagt, euch hat das Video gefallen. Dann sehen wir uns bei der nächsten Mission. Vielleicht wieder bei Holla Undercover.